Hallo und herzlich willkommen zu Gaming Club Beats 1.9. Ich bin der Rale und wir sind wieder auf unserem kleinen Server da. Und wir sind immer noch am Spawner suchen. Also ich will immer noch einen Blaze Spawner finden, weil aus dem Blaze Spawner kann ich nämlich dann eine sehr, sehr gute XP-Farm bauen. Und das ist eigentlich schon der ganze Grund, warum ich einen Blaze Spawner finden will. Es gibt mir noch ein unendlich viel Material zum... Oh, da waren wir noch gar nicht. Naja, viel war da nicht mehr. Machen wir da also ein bisschen freier. Dass wir zumindest ein bisschen was sehen können. Aufklauben können wir eh nichts, aber... Na, okay, passt. Da geht es in keiner Richtung weiter. Da drüber ist hoffentlich auch nichts mehr. Da schauen wir mal, klang mal daher. Ja, passt. Na, da drüber sind Leitblöcke. Aber ich glaube, mir ist ja mittlerweile das ganze Nether Fortress abgegangen, oder? Ja. Schade, ne? Vielleicht laufen wir dem Spawner ja nur über den Weg. Vielleicht muss ich da irgendwo gerade noch so eine Wand umhauen. Denn es gibt dann auch wieder so tolle Konstrukte, wo so ein halbes Nether Fortress in einem anderen Nether Fortress drinsteckt. Aber wir haben auf alle Fälle 8 Blaze Rods schon. Das reicht einmal für den Anfang. Oh, da liegt sogar noch ein Blaze Rod vom... Naja, dann war das einmal ein Blaze Rod vom letzten Mal. Und ja, ich finde gerade wirklich nicht mehr irgendwelche Ecken, die ich noch nicht erkundet habe. Okay, schade. Schade, schade, schade. Es werden aber auf alle Fälle an der Stelle da immer mehr von den Blazers. Ups. Und es spawnen aber genug in der Umgebung. Also irgendwie denke ich mal schon, muss ja was sein, aber. Und genau deswegen will man zum Beispiel einen guten Bogen haben, damit man solche Sachen auf Distanz fertig machen kann und nicht warten muss auf das, was sie machen. Und jetzt können wir genau unserer Torch Trail folgen. Weil was anderes tun wir jetzt ja nicht. So. Da ist ein bisschen unterbrochen, aber wir finden uns schon zurecht. Da haben wir noch Wither Skeleton. Die nehmen wir auch noch mit. Na, Knochen und ein Steinschwert. Das war's dann schon wieder. Ja, gehen wir mal retour. Wir haben auf alle Fälle genug Material für unseren Brewing Stand. Und vielleicht findet man in Zukunft ja noch ein zweites Nether Fortress, das dann wirklich einen Blaze Spawner hat. Wobei ich noch nicht glauben kann, dass das Fortress Khan hat. Das kommt noch dazu. Und das will ich mir jetzt noch anschauen, denn ich glaube, den habe ich noch erwuschen. Und ja, den habe ich noch erwuschen, da ist nämlich keiner mehr. Man hat nämlich das Sterbegeräusch noch ein bisschen gehört. Aber ich habe mir gedacht, so, na, das war jetzt was anderes.
Aber dann ist mir eingefallen, boah, das hört sich genauso an, wenn Gast stirbt. Ja, dann habe ich da wuschen. Vor allem so ein Curve Shot nach unten und alles Mögliche. So, und unser Heimweg ist natürlich etwas länger. Den Weg daher kennen wir jetzt ja. Und ich glaube, es gibt nähere Nether Fortress zu uns, weil die können irgendwie alle 300 Blöcke spawnen. Nur das war wirklich fast eingegraben. Also. Die Dinger brauchen ein bisschen. So, da sind wir aber alles an der Wand entlang gegangen. Weil wir da ja auch den tollen Weg haben. Durchgehend. Und Moment, ich tue da hinten. Da eine Torch her. Das mal der Segen, dass wir da Wand entlang gegangen sind. Und ich frage mich gerade, wo habe ich da den Ding ausgegraben? Irgendwo wieder nämlich eine gegraben. Oder bin dann dementsprechend wieder auf der Seite rausgekommen. Das muss da irgendwo gewesen sein. Dann setze ich da nämlich die Torch hin, damit die. Und die Torch ist gerade verputzelt. Hey, warum machst du das, Gerst? Ah, na, es war eh da, oder? Na. Ah, Moment, da bin ich ja nach oben gegangen, da wieder ein bisschen. Ja, genau, weil da sind wir da unten rausgekommen. Da hinten nämlich. Da machen wir jetzt aber dann einen offensichtlicheren Weg da um die Brücke da um. Oder da machen wir generell einen offensichtlicheren Weg. Puh, jetzt war die fast. Jetzt wäre ich doch fast in mein Verderben gerannt. Vor allem Brandschaden ist mit Rüstung sowas Ungutes, weil man. So, und jetzt finde ich definitiv einen Weg zurück, weil. Jetzt haben wir den nämlich da noch schöner gebaut. Und da irgendwo komme ich jetzt ja dann aus der Wand raus, genau. Da machen wir da so ein bisschen ein Auffangding. Ja, das sollt ihr alles finden. Auch in Zukunft wieder. Und die Brotkrumenspur, die ich mal gemacht habe, der ist ja nicht nur für mich zum Zurückfinden, sondern der ist für mich auch wieder zum Hinfinden. Weil es dann ja doch auffälliger ist, wie einfach irgendeine Sachen. Und das da. Am Rand vom Berg entlang gehen funktioniert einfach ziemlich gut im Nether. Weil die Lava-Dinger sind ja doch recht. Huh, wo sind wir da entlang gegangen? Schauen wir mal koordinatenmäßig. 12 und 5, das heißt, da braucht man wesentlich weniger in die Richtung. Okay, wahrscheinlich sind wir da irgendwo oberkämmen. Da hinten sehe ich auf alle Fälle, dass wir ein Ding zu gebaut haben. Habe ich da eine Verbindung gemacht irgendwo, die ich ignoriert habe jetzt? Oder habe ich irgendwo durch die Wand durchgegraben? Da schaut es auf alle Fälle noch so aus, wenn ich da drüber gehen kann. Ah, da oben sind wir. Das wäre jetzt noch das beste Beispiel gewesen für, hey, ich brauche eine Fackel.
So, aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder retour. Wir haben Blaze Rods gefunden. Wir können also brauen gehen. Da haben wir mal die Kohle dazu. Dann haben wir da die ganzen Horse Armors eine. Die goldenen Horse Armors schauen cool aus auf schwarzen Pferden. Die eisernen auf hellen. Und die Diamond schauen halt auf allen irgendwie komisch aus, aber. Nein, die goldenen Schwerter. Warte, die tun wir dahinter. Wir haben nämlich da definitiv Bedarf an goldenen Schwertern. Die machen nämlich recht viel Schaden. Das macht zum Beispiel 9,5 Schaden. Goldene Schwerter haben wir jetzt nicht genau angeschaut. Da haben wir ein bisschen Gold gefunden. So. Dirt und Netherrack ist ungefähr auf einer Stufe. Netherbrick ist bei den Steinen dabei. Soul Sand. Ich sollte mal einen Brewing Stand bauen. Habe ich 3 Cobblestone. Es ist irgendwie traurig, aber ich muss schnell 3 Cobblestone holen gehen. Okay, nein, das interessiert Kühe doch nicht. Ich habe gerade gemeint, die eine Kuh hat mich so komisch angeschaut. So im Sinne von, warum isst du das Fleisch meiner Brüder und Schwester genau vor mir? Aber doch nicht. So, dann machen wir da mal das da. Und das da. Und dann haben wir einen Brewing Stand. Und jetzt wundere ich mich gerade, warum ich das Achievement nicht gekriegt habe. Options. Na, Achievements. Diamonds to you, Overkill. Deal 9 Hearts of Damage in a single hit. Das kann ich mit meinem Schwert sogar schon. Ah, Brew a Potion. Return to Sender, ja. The End. Locate the End. Adventuring Time requires the End. Dann the End. Und dann the Beginning. Und dann irgendwas anderes. Und dann haben wir einen Beak. Aber overpowered. Eat a Notch Apple. Das kommt dann noch dazu. When pigs fly, fly pigs off a cliff. Sniper Duel. Und The Lie. Wheat, Sugar, Milk and Eggs. Ja, Achievement-mäßig schaut mir auch gut aus. Aber ich muss wirklich eine Potion brewen. Das heißt, ich mache da einmal einen Polished Granite. Da ins Eck. Und da stellen wir den Brewing Stand drauf. Das passt nämlich von der Farbkombi her ganz gut. Und da, wir brauchen Blaze Powder. Das heißt, ich kann das sofort zu Blaze Powder machen. Da mal einfüllen. Dann haben wir da genug Brewing Material. Und dann brauche ich jetzt Glas. Kann ich das mit dem Ding machen? Nope. Das heißt, ich brauche Sand. Und Sand wollten wir ja nicht von unserem Offshore-Dingens da mitnehmen, sondern. Ah, Soul Sand geht auch. Na, aber Soul Sand tun wir da einer gleich wie Nether Ward, der kommt gleich daneben. Flint and Steel haben wir da einer. Ah, wir hätten nur Torches gehabt, verdammt. Und die Chests haben wir auch gerade da einer. Ich werde jetzt nämlich schnell mit dem Boot auf die andere Insel umfahren und da ein bisschen Sand farmen. Und mit dem Sand farmen, da müssen wir ein paar Stacks mitnehmen. Was ja da dann so ausgeschaut hat, dass wir, ups, verkehrt, da einfach nur in die Richtung gefahren sind. Und koordinatenmäßig 50, 240. Ups, okay, jetzt hin. Ich kehre gerade nochmal mit einer 90-Grad-Wende die Richtung. Da war nämlich auch die Village und da kann ich jetzt dann schauen, ob die Village People vielleicht mit uns ein bisschen traden wollen.
Weil das war direkt in der Wüste. Das heißt, da kann ich dann perfekt ja, Sand farmen. Und ich wollte den Kontinent, der was in der Richtung ist, auch ein bisschen mehr erkunden. Vielleicht sollte man da so eine zweite Base aufbauen. Vielleicht sollte man ein Netherportal dort aufbauen. Oder mir die Koordinaten aufschreiben und im Nether ein Portal dorthin bauen. Das wäre wahrscheinlich das Beste, wenn ich mir im Nether jetzt ein Portal aufsetze. Oder ein Portal Gestänge aufsetzt, sagen wir so, wo man dann wesentlich weiter wegkämen. Ich kann auch einfach im. Ja, ich glaube, ich sollte ein paar Sachen machen. Und zwar im Nether. Ups, nicht so dagegen düsen. Aber perfekt. Und da können wir jetzt eben. Da können wir caven gehen ohne Ende und alles Mögliche. Aber wir brauchen eigentlich mal in erster Linie Sand. Das heißt, außer mit der Schaufel und gib ihm. Mit der ich habe leider keine Efficiency auf der Schaufel krieg. Weil ich habe einfach alles nur mit Unbreaking 3 enchanted, weil ich wollte mal nicht, dass es so schnell bricht. Und wenn es gut Enchantments dazu kriegt, ist es alles okay. Aber naja, es war jetzt dann halt auch so. Ah, und die war so eine andere Taktik, die ich jetzt verfolgen muss. Ich muss da definitiv so tief unten anfangen wie möglich. Das geht noch tiefer. Da geht es noch tiefer. Ah, na, jetzt fängt Sandst zum Beispiel der Sandstone an. Das heißt, das ist das Tiefste, was Sand geht. Aber dann kann man da eben so schön alles schön ausnutzen. Und manchmal will es aber einfach nicht. Und die Fackeln können alle schön mitnehmen. Und da haben wir jetzt schon mehr wie 2 Stacks Sand. Das weg. Machen das da so. Mir macht das gerade eher fertig, dass jetzt überall so viel Sandstone direkt drunter ist, aber ja, da habe ich gerade drüber gegraben. Und wegen 2 Dingen lohnt es sich nicht, die Fackel auszuholen. Na, wie viele Stacks haben wir jetzt? Wir haben jetzt schon. Ja, wir haben jetzt genau 3 Stacks gerade. Das sollte man mal vorher streichen. Ich will jetzt nicht zu viel farmen, wenn ich on camera bin, sozusagen. Aber Sandstone an und für sich, also der Block ist noch schön. Da nehmen wir noch ein paar mit. Bevor wir das jetzt vergessen. Vor allem, der geht ja auch so schnell zu farmen. So, da setzen wir uns noch Fackliner, damit es darin dann auch schön hell bleibt. Und da haben wir jetzt dann auch vom Sandstone, haben wir jetzt dann auch schon 2,5. Ja, dann nehmen wir noch ein paar mit. Machen wir auch 3 Stacks voll. Nein, natürlich habe ich jetzt wieder die Fackel weg. Aber das macht nichts.
Passt. Da mal Sand, Sand. Ja, den einen Sand mehr. Wir haben hinten noch ein paar Sandding übrig, aber wir haben mal Glas für genug, sagen wir mal. Und da haben wir eh noch überall. Ich hätte da gar nicht nur weiter farmen müssen. Wir haben da eh noch überall umliegen und umliegen. Weil es ja alles so schnell geht mit dem Sandstein. So, und da ist jetzt also unser Sandquarry auf der Seite. Und da mal jetzt aber, wie man sieht. Da mache ich das alles ein bisschen zu. So. Und bevor da jetzt noch viel Mobs kommen. Auf und davon mit uns. Flying not enabled on the server? Ich bin nicht geflogen. Okay, der Server wollte uns damit, glaube ich, gerade sagen, wir waren zu schnell. Und jetzt fliegen wir noch hinter. Ich will die Folge hinten beenden, aber wenn das jetzt dann wieder eine Minute fort ist. Aber ich gebe eh schon Vollgas bis dahinter. Man müsste mich nur mal rudern sägen, hä? Da ich bin da am vollen Grinsen und Rudern und alles, aber es geht nicht schneller. Aber ich glaube, wir haben schon wieder einen halben Weg. Witzig ist ja, dass zum Beispiel Mond und Sterne miteinander mitwandern. Also wenn man sich den Sternenhimmel genau anschaut, die Sterne bewegen sich immer wieder ein bisschen. Und unser Haus schaut gar nicht so schlecht aus. Ich bin sehr zufrieden damit bis jetzt. Aber das Gravity-Defying Ding, da muss ich da noch irgendwie eine Säule über machen oder so. Aber das schaut man mal an. Oder einfach irgendwie ein Ding drunter. So, und kann ich rückwärts? Ja, ich kann auch rückwärts. Und dann kann ich rückwärts dann dagegen und. Na, okay, gerade nicht. Aber das nächste Mal, wenn ich einsteige, bin ich schneller. So, und jetzt da aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Freue mich aufs nächste Mal mit Denk und bis Montag wieder dann. Ciao, ciao.